Amen. Es ist so wunderbar, ne? So wunderbar, die Zeugnis zu hören. Ich muss gar nicht viel mehr sagen, ne? Aber damit die Geschwister auch ein bisschen so den Kontext verstehen, was die Geschwister jetzt mitgeteilt haben, ich gehe ein bisschen auf das Wort hier ein. Herr Jesus. Ist der? Also mein Laptop ist heute, oder mein iPad ist kaputt gegangen. Ich habe ein, ach, okay, gut. Und in Johannes Kapitel 6, ja, das ist, was die Geschwister schon mal beschrieben haben, das ist die Situation, lesen wir kurz, ne? Johannes Kapitel 6. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das heißt, die Leute wollten Zeichen sehen und Jesus ging auf den Berg, setzte sich da. Und Vers 5. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Also hier kann man schon sagen, Jesus hat Philippus zu seinem Verstand gebracht. Ja? Also, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber das stimmt. Ne? Jesus hat ihn gefragt, Philippus, wie werden wir diesen Menschen Essen geben? Dann hat die Maschine angefangen zu funktionieren bei Philippus. Ne? Wie viele Leute, ne? Also abschätzen, wie viele Leute da sind. Also Philippus war gut in Rechnen. Ne? Dann hat er, Philippus antwortete ihm, Vers 7, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Das heißt, er hat so, in seinem Kopf hat er gerechnet, ne? So viele Menschen, 200 Denare, also ein Denar war ein Tageslohn für einen Soldaten, ne? Das heißt, so grob wäre so ein Jahresgehalt, mehr oder wenig, ne? Wenn man so sich überlegt. Und jeder kriegt nur so ein Stückchen Brot. Und wo werden wir das Brot noch kaufen, ne? Also, das Problem hat er gar nicht angesprochen. Also, anders gesagt, das war ein unmögliches Problem. Unmöglich. Ne? Soll man übersetzen ins Portugiesisch? Que traduzir para o português? Não? Precisa não? Amém, amém. Das war ein unmögliches Problem. Ne? Wie können wir diese Leute speisen? Ne? Diese 1000 Leute speisen. Und der Herr bringt uns manchmal solche Probleme. Ne? Das ist die Situation. Ne? Wie werden wir die lösen? Sieht so aus, der Herr, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber er stiftet uns ein bisschen an, uns Gedanken zu machen, damit wir zum Schluss kommen, dass es unmöglich ist. Ja? Weil wenn du nicht ein bisschen nachdenkst, du magst denken, das sei doch möglich. Ja? Wenn ich das mache, wenn wir irgendwie hier unternehmen und alle Geld einsammeln, vielleicht funktioniert das. Ne? Aber das war eine unmögliche Situation hier. Der Philippus sagt, nee, 200 Denare und jeder wird nur ein wenig bekommen. Und dann kommt diese interessante Situation in Vers 8. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, spricht zu ihm. Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Das ist so, dieser andere Junge, der Andreas, der hat gesagt, so, da ist ein Junge, er hat so ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Ist es hier? Das ist hier, aber was soll das? Es reicht nicht für so viele Menschen. Ne? Aber das ist, was wir in diesem Eintauchen gesehen haben. Bring die Probleme zu Jesus. Bring die Probleme zu Jesus. Das sind die Leute. Ich habe nur hier die 5 Brote, nur die 2 Fische.
Ich weiß nicht, ob das wird niemals reichen, aber Herr, hier ist das. Ne? Also der war ziemlich ehrlich, ne, zu Jesus. Er sagt, Herr, das ist alles, was wir haben. Der Bruder Pedro in der Botschaft hat erzählt, eigentlich hat jeder was gehabt, vermutlich so einen Apfel, ne, ein Stückchen Brot, aber nur dieser Junge hat das dargeboten. Ne? Nur er hat gesagt, Herr, oder Andreas, ne, ich habe hier was. Ne? Alle anderen haben für sich so behalten. Ne? Ich esse da versteckt. Ne? Weil vielleicht hat jeder ein bisschen gehabt, ne? Aber nur dieser Junge hat das zu Jesus gebracht. Das ist auch sehr, sehr schön, Geschwister. Ne? Wir sollen unser Wenige, was wir haben, zu Jesus bringen. Amen. Auch wenn du denkst, aber das, ja, das bringt nichts, das hilft nicht viel. Ne? Egal, bring's zu Jesus. Amen. Oh, Herr Jesus. Amen. Ich kämpfe hier. Also ich muss eigentlich ohne Abschrieb weitermachen. Herr Jesus, das heißt, das ist das Übernatürliche. Der Herr möchte, dass wir das Übernatürliche erleben. Amen. Und das Übernatürliche erlebst du nicht, wenn du in deinem menschlichen Verstand bleibst. Das ist so einfach zu verstehen. Ne? Aber solange du in deinem menschlichen Verstand bleibst, bleibst du im natürlichen Bereich. Na? Nur wenn du deinen Verstand verlässt, erlaubst du dem Herrn, dass er das Übernatürliche in dir wirkt. Amen. Oh, Herr Jesus. Und wir möchten, dass der Herr das Übernatürliche in uns wirkt, mit uns wirkt. So, das Evangelium von Johannes bringt uns nach oben. Amen. Herr Jesus, Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1. Herr Jesus. Offenbarung ist Apokalypse. Apokalypse 4, 1. Offenbarung 4, 1. Halleluja. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Kommt hier herauf. Amen. Kommt hier herauf. Sagen wir zusammen, Amen. Komm hier herauf. Amen. Komm hier herauf. Amen. Hier herauf. Der Herr ruft uns durch Johannes. Komm hier herauf. Ne? Komm herauf. Der Herr möchte, dass wir im himmlischen Bereich leben. Amen. Oh, Senhor Jesus. Und das Evangelium von Johannes hat dieses Merkmal. Ne? Die drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die erzählen viel von der Historie, von der Geschichte von Jesus. Sehr viel, was Jesus getan hat, wo er war und so weiter. Das Evangelium von Johannes wurde deutlich später geschrieben, also 50, 60 Jahre später als die anderen drei, aber durch einen Augenzeuge. Der Johannes war ein Augenzeuge, ne? Der war dabei. Das heißt, er hätte viel mehr Details schreiben können, weil er dabei war. Und er hätte sehr viele Fälle beschreiben können. Aber am Ende hat er nur 8 oder 9 Fälle beschrieben in sein ganzes Evangelium. Das ist nicht viel. Wenn du die anderen Evangelien liest, sehr viel, was Jesus getan hat und hat den geheilt und die geheilt und das gemacht und das getan und so weiter. Johannes Evangelium sind nur 8 oder 9 Fälle. Das ist nicht viel. Aber dafür viel Wort, was der Herr gesprochen hat. Viel Wort. Es gibt diese Bibel, wo das Sagen von Jesus in andere Farbe kommt, ne, so rot oder so. Wenn du Johannes Evangelium durchblätterst, das ist alles sehr viel Wort von Jesus, ne, was er gesagt hat. Und das heißt, der Johannes, der legt viel Wert auf das Wort Jesu. Nicht viel auf seine Taten, sondern vielmehr auf sein Wort, was er gesprochen hat. Und deswegen fängt er an in Evangelium, in Johannes 1,1. Er fängt mit dem Wort, ne? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das war ihm sehr wichtig zu zeigen, dieser Jesus,
der auf der Erde war, er war das Wort. Er war das Wort Gottes. Das haben wir schon in der Vergangenheit sehr, sehr tiefgreifend studiert. Was für mich jetzt neu geworden ist, Geschwister, und das muss ich euch mitteilen. Der Johannes, ihm war nicht nur wichtig zu sagen, als Jesus auf der Erde war, war er das Wort und das Wort war Gott, sondern das Wort, das ich jetzt spreche, ist immer noch Jesus. Amen. Und hat immer noch diese Kraft, die Jesus hatte. Amen. Ich wiederhole auf Portugiesisch. Ne? Uma coisa importante. João, ele estava querendo falar não apenas que a palavra era Jesus na carne 60 anos antes, certo? Falando assim, ele era Deus, a palavra era Deus, mas ele queria também dizer que a palavra que ele, João, estava falando era o próprio Deus. Amém. Certo? Amém. Erwähnt so häufig das Wort, né? Und er wiederholt, und er beschreibt auch sehr, wie wichtig ist, an den Gesandten Gottes zu glauben. Ele repete como é importante crer no enviado de Deus. Das heißt, das war ihm sehr wichtig zu sagen, klar, Jesus war Gott. Jesus war auf der Erde als Gott. Und er war das Wort, das fleischgewordene Wort. Aber das Wort wird heute noch gesprochen. Amen. Und das Wort ist immer noch Gott. Amen. Amém? A palavra ainda é Deus. Amém. A palavra continua sendo falada. Amém. Oh, Herr Jesus, das ist so stark im Johannes-Evangelium. Und je mehr wir jetzt reingehen, also ich habe Johannes-Evangelium schon mehrmals gelesen. Und ich habe schon sehr viele Botschaften über Johannes-Evangelium gegeben. Ne? Nicht nur gehört, sondern gegeben. Aber jetzt kommt so viel neues Licht, so viel Neuheit und so, weil wir merken, dass das Wort, das gesprochene Wort, das prophetische Wort, Gott ist. Bringt Gott mit. Amen? A palavra profética que o Senhor tem falado hoje está trazendo Deus para nós, irmãos. É por isso que eu estou recebendo muita luz do Evangelho de João, apesar de ter lido tantas vezes e falado tantas vezes sobre isso. Agora está novo, né? Amém? Aleluia. Jesus ist der Herr. Und in Kapitel 5, né? In Kapitel 5, als er über diesen Gelähmten da spricht, dass der Herr den Gelähmten da geheilt hat, das hat mich die Woche eine sehr starke Erfahrung gemacht. Ne? Oder ich habe die Erfahrung gemacht. Ich war bei der Arbeit und ich war ein bisschen bedrückt durch viele Sachen und auch von der Arbeit. Es war viel Druck von der Arbeit da. Aber ich war von einer Ecke zur anderen Ecke, musste ich laufen, so 5 Minuten. Dann habe ich beim Gehen, habe mein Handy genommen und diesen Text aufgemacht von der vom Eintauchen und hat so ein Satz hat mich so getroffen, ne? Kann man so sagen. Das hat mich so belebt. Ich war zumindest auf Portugiesisch, ne? A religião nos dá o leito. O Senhor Jesus nos tira desse leito. Die Religion gibt dir ein Bett. Der Herr Jesus nimmt dir das Bett weg. Halleluja! Das hat mich so berührt, so, wow, so viel Kraft gegeben. Ne? Ich hab wiederholt da bei Bosch, jeder hat mir gesagt, das ist verrückt. Ne? Religion nos dá o leito. O Senhor nos tira desse leito. A religião nos dá o leito. O Senhor nos tira desse leito. Wow, das hat mich so belebt, hat mir wirklich den Tag gerettet. Ne? Und es ist wirklich so, die Religion macht es dir bequem. Ja. Ne? Haben es auch heute gesehen. Ne? Es ist bequem. Oh, ne? Du bist hier, du hörst ein Wort und gefällt dir oder nicht, ist egal. Du kannst sagen, ja, heute war die Predigt nicht so gut. Ne? Also, das ist Religion, ne? Du kannst sagen, ne? Aber der Herr Jesus kommt und sagt, hey, nimm dein Bett auf, steh auf, ne? Steh auf, nimm dein Bett und komm, ne? Wow, plötzlich hast du kein Bett mehr, ne? Du musst sogar dein Bett tragen, ne? Als Ex-Gelähmter, ne? Jetzt, aber wenn du gehen möchtest, musst du deine Bequemlichkeit aufgeben. Du musst einfach aufstehen, mit dem Herrn gehen, ne? Oh, Herr Jesus, ne? Nicht nur glauben, sondern wirklich aufstehen
Und dann, na, Casa de Adolescente, ne? Jetzt ist das dran. Ne? Das, also, wir müssen das irgendwie jetzt umsetzen, damit wir das Übernatürliche sehen. Das ist schön, die Zeugnisse von Brasilien zu hören. Aber es ist noch besser, die Zeugnisse hier zu haben. Hey. Amen. É bom ouvir o testemunho do Brasil, mas é melhor ainda a gente ver isso acontecendo aqui. Olha isso. Ich wisse, wir sind schon seit ein paar Jährchen hier in Deutschland und wir haben immer diese gute Ausrede, das ist unser Bett. Ne? Ja, aber in Deutschland ist es ein bisschen anders. Ja? In Deutschland funktioniert es nicht so. Ja? Die Deutschen sind nicht so offen, ne? Wie die Brasilianer. Ja? Mag alles stimmen, aber trotzdem, steh auf, nimm dein Bett und geh mit dem Herrn. Amen. Amen. Der Herr hat gezeigt, also diese Ausreden, die taugen nicht so richtig. Ne? Die Kopotores, die gehen raus, die sprechen kein Wort Deutsch und die predigen das Evangelium. Amen. Und die Leute rufen den Herrn an, ne? Sie beten für die Menschen, ja? Und die nehmen die Bücher mit nach Hause. Wow, ist das übernatürlich oder nicht? Amen. Das ist übernatürlich. Ne? Und möchtest du ein logisches Christenleben leben oder ein übernatürliches Christenleben? Übernatürlich. Übernatürlich, Amen. Übernatürliches Christenleben. Dafür hat der Herr uns gerufen. Sonst, das ist alles gemäß deiner Fähigkeit, gemäß deiner Kapazität. Und dann hast du ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ne? Und so ist das in der Religion. Wer ein bisschen mehr Fähigkeit hat, der wird dann zu Held. Ne? Und der kann viel machen, der kann viel predigen und so weiter. Und derjenige, die weniger können, die verstecken sich. Ne? Die verstecken sogar ihre Talente. Aber im Gemeindeleben, das hängt nicht davon ab, ob du viel oder weniger Fähigkeiten hast. Es hängt davon ab, ob du zulässt, dass Jesus durch dich wirkt. Dass Jesus das Übernatürliche in dir wirkt. Und mit dir. Amen. Und ich sag's mehr. Also derjenige, der weniger Fähigkeit hat, ist in der Regel bereiter, Jesus wirken zu lassen. Also das sehen wir gerade mit dem Teenager. Ne? Die wissen nichts. Die haben keine theologische Ausbildung. Also die haben nicht diese ganzen Botschaften gehört, wie vielleicht wir, die Älteren. Aber die sind einfach. Die hören das Wort und sie machen es. Die gehen auf die Straße, beten für die Menschen, laden die anderen Teenager ein und die Gemeinden wachsen und wachsen und wachsen, weil diese Teenager so einfach sind und dem Herrn gehorsam. Und wir sind sehr kompliziert. Ah nee, aber das geht doch nicht. Ne? Also das ist 200 Denaren, also jeder kriegt so ein Stückchen Brot. Und wie wirst du nachher verteilen? Kommen sehr viele Hürden, ne? Ja, das geht gar nicht. Also wie wird es passieren, wie wird es funktionieren? Geschwister, der Herr hat alles gemacht. Ja, er benutzt als Basis, was wir bringen. Das ist auch wichtig. Ne? Wenn wir sagen, nee, ich habe gar nichts oder was ich habe, verstecke ich, dann kann der Herr nichts machen. Aber wenn du dem Herrn bringst, 5 Brot, ja, 5 Brötchen, 2 Fische, wird der Herr es vermehren können. Amen. Ja, auch wenn du sagst, Herr, ich weiß nicht, kannst du was damit anfangen? Ja, der Herr kann was damit anfangen. Amen. Der Herr kann vermehren. Du musst es zu ihm bringen. Und dann wird er das wirklich die Menschen satt machen. Ja, das auf dem Berg, ja, Peter hat gesagt, so, darunter am See gab es Fisch, aber auf dem Berg war nichts. Aber auf dem Berg ist Brot, ja, weil Jesus kann das Brot vermehren. Amen. Amen. Und wir müssen das zu ihm bringen und zulassen, dass er das Übernatürliche tut. Amen. Oh, Herr Jesus. Ja, Herr Jesus. Und das Evangelium von Johannes, so ein bisschen über die tägliche Speise zu sprechen von dieser Woche. Das Evangelium von Johannes spricht über diesen Adlerperspektive, ne? Dass man so die Sachen mit Adlerperspektive sieht. Und es gibt diese 4 lebendige Wesen in der Bibel. Das eine ist Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adler. Und dieser Adler,
Oder fangen wir anders an. Also der Löwe bezeichnet den König, na, oder ist ein Symbol auf den König. Und das ist, was das Evangelium von Matthäus betont. Er betont Jesus als König. Und dann dieser Stier bezeichnet einen Diener. Und das Evangelium von Markus zeigt Jesus als derjenige, der immer gedient hat. Er kam sogar nicht, um gedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben sogar. Das ist ein Sklave, ne? Der gibt sein Leben sogar für den Willen seines Herrn. Und das hat Jesus gemacht. Und der Mensch ist der Aspekt von Lukas. Lukas bezeichnet Jesus als Mensch mit seinen inneren Empfindungen. Er hat so viele Sachen über ihn als Mensch. Und dieser Adler ist Gottes Perspektive. Das ist die Perspektive von oben. Ne? Und das ist, was Johannes macht. Er bringt uns nach oben, dass wir von oben auf die Situation herabschauen. Amen. Amen. Wenn wir auf der Erde sind, sind die Situationen alle so groß. Ja? Aber wenn wir mit Adler schwingen, so hinaufgehen, dann sehen wir die Situation von oben und die sind klein. Ja? Genau. Oh, Herr Jesus. Ja. Das heißt, Geschwister, das ist für uns auch. Wenn du die Situation siehst und die sind groß, bedeutet, du bist auf der Erde. Na? Wenn du die Situation siehst und die sind klein, bedeutet, du bist im Himmel. Amen. Ist nicht die Sache der Situation, ist die Situation groß oder klein? Ist die Situation einfach oder schwierig? Nee, die Sache ist, wo bist du gerade? Bist du auf der Erde, ist alles groß. Aber wenn du fliegst, ist alles klein. Amen. Und der Herr möchte, dass wir heraufgehen, ne? Hinauf. Ne? Ja, komm herauf, ne? Der Herr ruft uns. Komm herauf, dass wir uns zu ihm bewegen. Und das ist, Geschwister, was das Evangelium von Johannes mit uns persönlich und mit uns als Gemeinde machen möchte. Das ist nicht normal, wir studieren normal ein anderes Buch der Bibel. Nee, das muss unser Leben ändern. Amen. Das muss uns nach oben bringen. Ja, dass wir mit dem Herrn fliegen, dass wir die Sachen von oben betrachten und lernen, mit dem Herrn und mit seinem Wort wirklich zu leben. Amen. Ich denke, das war's jetzt in Kürze. Ne? Ich denke, ihr könnt jetzt ergänzen, wir können miteinander mitteilen. Es gab viele Aspekte in der täglichen Speise. Das war jetzt nicht meine Absicht, alles zu wiederholen, sondern einfach diesen Impuls zu geben, dass wir jetzt mehr mitteilen. Amen? Amen. Então vamos compartilhar. Amen. 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 Jesus.